Olivier Auschen ganz vorne mit der 10, Mittelstürmer, bekannt aus zweiter Liga und auch Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. In Verteidigung für Sokratis, Bender ersetzt Weigel, Kampel für Marco Reus, der gar nicht mitgereist ist, aus Vorsicht. Erster Zweikampf von Castro gegen den jungen 17-jährigen Traumstart. Unfassbar! Keine 58 Meter diesmal, sondern eher ein paar Torentribüne. Castro ist nicht schnell genug bei diesem talentierten 17-Jährigen, der den Ball hineinbringt. Zack Nidi. Und zwischen Hummels und Ginter komplett blank, frei, völlig frei. Nach wenigen Sekunden. Samuelsen. Es sind 13 Sekunden. Dortmund hat mal ein Ocean. Hummels weggecheckt, aber das war fair. Lockwelle, Riesenschuss, 2-0. Der Mann mit dem Top, Frederik Lockwelle. Da fehlt die Konsequenz, den abzuräumen da draußen. Und dann hat er natürlich auch die Option, links rauszuspielen. Entscheidet sich aber richtig. Castro muss auch spekulieren, dass der Ball nach außen kommt. Zu einfach weggeschenkt. Wer hätte das nach dem Bundesliga-Auftakt? Hummels dabei, Schmelzer dabei. 20 Minuten, die perfekt gelaufen sind für den krassen Außenseiter. Der Ballschuss! Das kann nicht wahr sein! Den muss er halten! Espen Rüth zimmert einfach mal drauf und er rutscht Weidenfeller über die Finger. Kann mich mal einer anstoßen hier oben? Es kann doch nicht wahr sein, was sich hier abspielt. 4-0 gegen Gladbach und jetzt 0-3 bei OSPK. Meine Güte. Habe ich eben gesagt, es ist perfekt gelaufen. Jetzt ist es wirklich perfekt gelaufen. Knallt der den Ball da einfach blind drauf gegen Roman Weidenfeller, der gute Sicht hat. Ein Mannmauer. Der Ball dreht. Klar, das sind andere Bälle, schwerere Bälle. Scheint die Richtung nochmal zu ändern. Weidenfeller völlig überrascht, aber müssen wir überhaupt nicht überdiskutieren. Wahrscheinlich mit 145 Stunden. Der steigert sich jetzt. Klasse Anspiel auf Aubameyang. Wer soll den halten? Aubameyang, jetzt muss das machen. Aubameyang! Weiter geht's. Mkhitaryan, vielleicht geht noch was. Guter Wechsel. Kampel. Gündoğan! Das ist das Tor. Das ist das Tor für Borussia Dortmund durch Aubameyang. Da ist der Fehler des jungen Torhüters, der erst grandios hält, sich jetzt beschwert. Aber der Treffer zählt zurecht. Ganz klar den Ball klatschen lassen, konnte ihn nicht festhalten. Super, dass Dortmund weitermacht, nachdem die nächste Chance vergeben war. Kampel zögert kurz. Und dann der Lohn dafür, dass er es mal versucht hat. Kein Abseits von Aubameyang, der nicht im Abseits steht. Und dann ist er einfach zu unsicher, der junge Torhüter. Mehrfach im Video auch von den BVB-Scouts gesehen, dass der nicht jeden Ball festhält. Ganz wichtig, dass Aubameyang sofort nachsetzt, richtig steht. Weder im Abseits, noch ein Foul, Treffer zählt. Jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Das Auswärtstor ist da, nur noch 1-3. Rosbach. Gesorgt. Kleiner Vorgeschmack für das, was ihn in einer Woche in Dortmund erwartet. Hummels, super Pass in den Raum. Schmelzer sehr aktiv nach wie vor auf der Seite. Kopfballchance fast für Aubameyang. Und Kagawa! Perfekter Start. Diesmal für den BVB. 2-3. Dortmund ist dran. Macht das. Super genommen als Aufsetzer, nicht zu halten. Schnell geschaltet. Wir warten, was der BVB hier noch zu bieten hat. Mit Marcel Schmelzer und das ist der Ausgleich!
vorne Richtung Tor laufenden Abwehrspieler und dann durch die Beine von Sondre Rosbach. Und wieder Schmelzer, super gespielt, direkt, klasse. So viel ist ein Außenverteidiger, der mitgeht, wert. Sie spielen jetzt über Außen und schon kommen sie zu Chancen. Das hat in der ersten Hälfte gerade über rechts gefehlt. Schmelzer macht das einmal mehr, exzellent, Kompliment. Was der sich hier in diese Partie... Kagawa. Das geht alles zu schnell und da ist das 4:3. Er trifft schon wieder Henrik Mkhitaryan. Das wissen die Norweger hier ganz genau. Auch schon 6, 7 Tore erzielt haben. 4-mal Aluminium. Aber diese Bewegungen sind jetzt zu schnell und sie können nicht mehr jede Bewegung mitmachen und auch nicht mehr jeden Meter mitgehen. Jeder ist einen Schritt hinten dran, auch in der Mitte. Thomas Grögaard kann einfach nicht mehr folgen. Kagawa mit einer brillanten Vorlage für Mkhitaryan. Ramos dazu als eine Anspielstation bindet 1.